Im Rahmen des zum dritten Mal stattfindenden begehbaren Adventskalender der Stadt Lauchhammer öffnete die Stadtverwaltung am 10. Dezember 2019 ihre Türen. Unter dem Motto Schnitzeljagd durchs Rathaus hatten die Besucher die Möglichkeit, alle notwendigen Fachbereiche, die für die Planung, Finanzierung und Bewilligung zur Errichtung eines neuen Spielplatzes zuständig sind, zu durchlaufen. Kindgerecht wurde erläutert, was bei so einem Vorhaben alles nötig ist und bedacht werden muss. Kleine Aufgaben wie Puzzle, Suchbild oder Rechenaufgabe sorgten dafür, dass nie Langeweile aufkam. Geplant und organisiert wurde die übrigens auch für die Eltern interessante Schnitzeljagd von den Azubis der Stadtverwaltung. Deren Engagement wurde mit strahlenden Kinderaugen belohnt. Zum Abschluss der Runde durch das Rathaus bekamen alle Kinder in weihnachtlichem Ambiente eine Urkunde, Spielplatzgestalter sowie einige süße Überraschungen. Die Stadtverwaltung Lauchhammer bedankt sich schon jetzt an dieser Stelle bei allen Firmen, Vereinen, Institutionen und sozialen Einrichtungen für die aktive Mitwirkung und Gestaltung des begehbaren Adventskalenders 2019.